Entschuldigt, bei mir hat es gerade die Aufnahme abgebrochen. Ja, auf jeden Fall war es dann eben so, dass ich dann positiv war. Dann bin ich auch direkt zu meiner Mom und habe so ihr den positiven Test gezeigt. Meine Mutter war dann so, oh, nee, nicht wirklich, oder? Und dann bin ich zu meiner Mom ins Bett gekrochen auch, weil ja, irgendwie so ein Bauchgefühl. Und dann am Abend, also so mitten in der Nacht, ich weiß, also ich weiß nur noch ein bisschen was, aber ich bin so eingeschlafen und ich weiß, ich glaube, es war eher Fieberwahn als wirklich Schlafen. Ich bin dann auf jeden Fall eingeschlafen. Fieberwahn, weiß man nicht, aber ich nenne es jetzt eingeschlafen. Und dann habe ich die ganze Zeit geträumt, dass ich mit mir selber in einem Schachspiel um Körperregionen spiele, damit ich die bewegen kann. Und hatte immer so diesen Gedanken, beweg dich, beweg dich. Und dann habe ich irgendwann so in diesem Tran schon wieder meinen Opa gehört. Also ich vermute, dass, also entweder es war irgendwie so. Weiß ich nicht, ich kann es nicht beschreiben, aber mein Opa hat dann mir mehr oder weniger schon entgegengeschrien, streck deinen Fuß raus, streck deinen Fuß raus. Und dann habe ich auf jeden Fall den Fuß rausgestreckt und irgendwann nach so einer Stunde oder so, oder vielleicht auch ein bisschen kürzer, bin ich dann aufgewacht und habe gemerkt, ich habe voll krass Fieber gehabt. Also wirklich so, ich glaube, ich war bei 40 Grad oder sowas. Da habe ich so meine Mom geweckt und habe so gesagt, Mami, bei mir stimmt was gerade gar nicht. Mom. Ja, meine Mom so mich angefasst und hat so gemeint, boah, ich würde ja glühen. Und dann haben wir erstmal alles getan, also Decke weg, abkühlen und alles, damit dass die Temperatur runtergeht. Und ja. Aber dann war es so, dass ich, ja, und dann irgendwann war die Temperatur unten und dann bin ich wieder eingeschlafen, weil, also wach bleiben ist gerade bei mir, da bin ich nicht so gut drin. Ja, und dann, nachdem ich dann die Temperatur dann unten war, war es dann so, dass ich, oh Gott, entschuldigt, dass ich, ja, dann bin ich halt am nächsten Tag, ging es mir auch noch nicht besser. Meine Mom hat mir dann so ein Medikament von der Apotheke gegeben, das gegen Corona besonders gut wirksam ist. Und ja, schmeckt furchtbar. Ich sag euch, schmeckt furchtbar. Ja, und dann halt in der nächsten Nacht ist mir schon wieder die Temperatur so hochgegangen. Also wirklich, das war so. Ich hatte dieses Mal so oft so viel Fieber, das war echt nicht. Und dann war es halt so, dass ich zu meiner Mom am nächsten Tag gesagt habe, Mom, wenn wir jetzt nichts gegen das Fieber tun, ich glaube, dann gehe ich hops. Also ehrlich, Mom, das Fieber, das muss weg. Oder zumindest runter. Und dann haben wir bei unserem Hausarzt angerufen, der hat dann gesagt, weil. Also im Internet stand, Fieber geht runter von einer 400er Ibuprofen. Habe ich beim letzten Corona probiert, hat nicht funktioniert. Auf jeden Fall haben wir dann meinen Arzt angerufen und der hat uns dann halt eine 600er, hat mir dann eine 600er verschrieben. Und dann war es so, dass ich die 600er, dass meine Mom gemeint hat, mein Vater hätte noch eine 600er unten. Und dann habe ich so zu ihr gesagt, okay, ja, dann hat sie die halt gebracht. Und dann habe ich halt mit der Annahme, dass ich die dann halt nehme und dann ist vorbei, habe ich die dann halt, habe ich nicht weiter geprüft, weil meine Mutter meinte ja, ich habe eine 600er Ibuprofen. Jetzt war es so, dass sie eine 600er Ibuprofen hat. Und ich vertrage Ibuflam überhaupt nicht. Also das wirkt bei mir A nicht und B. Wenn ich es dann genommen habe, ist egal welche Beschwerde, kommt dann doppelt oder dreifach zurück. Also, jetzt blödes Beispiel, wenn ich das nehmen würde mit leicht erhöhter Temperatur, hätte ich danach sicher Megafieber. Also habe ich zu meiner Mutter gesagt, das geht nicht, die kann ich nicht nehmen. Da haben wir unsere ganzen Schränke alles durchgewühlt und ich habe zu meiner Mama gesagt, Mom, wir haben nichts.
Und irgendwann, dann haben wir eine Apothekerin angerufen und die war mega unhöflich zu meiner Mutter, hat dann aber gemeint, ja, wir sollen doch halt eine 400er und noch eine andere und eine zwei und eine andere 400er und die teilen. Ja, ist die naheliegendste Lösung, aber wenn meine Mutter Corona hat, ich Corona habe, sorry, dass man da nicht unbedingt zu 100% denken kann. Dass man schon mal so dieses Oh shit hat. Ja. Auf jeden Fall, ja, dann haben wir halt, die habe ich die halt genommen und dann in der Nacht ist dann auch tatsächlich das Fieber nicht so hoch gegangen, sondern da war ich dann bei 38 bloß noch. und dann, ja, dann habe ich die halt nochmal, also habe ich die am Tag auch genommen, weil es dann irgendwie, und dann kam so der dritte Tag. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich krieg, glaube, die Medikamente, die sie mir da, dieses blöde Zeug, das sie mir da andrehen, also was sie genommen hat, kriege ich echt nicht mehr runter und so. Und es geht fast gar nichts mehr. Also, und ich habe auch nicht so das Gefühl, dass das wirklich was hilft. Ich habe übrigens immer noch nicht das Gefühl, dass das wirklich was hilft. Aber also, da ist meine Mutter dann zickig geworden nach dem Motto, das hilft, jetzt nimm's. Ja, und dann, ja. Wie war es dann? Ja, und dann habe ich tagsüber echt hohes Fieber mal gekriegt. Also am dritten Tag hatte ich dann tagsüber den ganzen Tag voll Fieber. Und ja, und dann irgendwann, ich weiß es nicht mehr so, irgendwann ist dann halt dann so nach dem vierten, fünften Tag hat dann endlich das Fiebern aufgehört. Und ich war auch echt froh, weil das Fieber war unerträglich. Ich habe ja auch, also diese, ich habe ja echt so zwischen, mir war knallheiß und Schüttelfrost, war ich dann immer so gefangen. Und ja, und dann war es so, dass ich halt jetzt im Moment, also so am, ja genau, am 17. habe ich dann den nächsten Corona-Test gemacht und der war dann negativ. Also war ich dann wieder endlich negativ. Und dann dachte ich, jetzt ist es vorbei. Jetzt bin ich durch, jetzt muss bloß noch, jetzt ist noch ein bisschen husten, vielleicht ein bisschen niesen und dann ist die Geschichte gegessen. Ja, Pustekuchen. Am 24. War bei uns gar nichts mit Weihnachten. Also wirklich überhaupt nichts, weil ich bin, also ich habe eine Soße gerührt und dann. Also ich hing wirklich so in den Seilen, nur beim Soße rühren. Das war, also ich fühle mich immer noch nicht gut. Wir haben heute der 30. Ja, und dann am 25., also am 23. in der Nacht hatte ich so ein bisschen Herzstechen oder so Stechen in den Lungen, im Lungenbereich. Habe da aber ehrlich gesagt nicht so drüber nachgedacht. Am 24. in der Nacht habe ich, wäre ich fast, also ich habe keine Luft mehr gekriegt. Ich habe vor lauter, echt, also bei mir war es die Luft weggeschnürt. Es hat, die Seiten haben gestochen, die Schultern haben gestochen. Überall hatte ich Schmerzen. Es war wirklich, ich habe gedacht, ich muss sterben. Also ich hatte wirklich auch so einen Moment, wo ich dann gedacht habe, ja, wenn ich jetzt nicht aufstehe, also wenn ich jetzt meinen Körper nicht in eine gerade Haltung kriege, ey, dann sterbe ich. Ich habe richtig gespürt, wie mein Herzschlag langsamer wurde. Ja, und dann am 25. Bin ich aufgestanden und es war das erste Mal so, dass dieses Stechen und diese Schmerzen auch tagsüber waren. Und dann habe ich zu meiner Mom gesagt, Mom, wir müssen in die Notaufnahme. Das, ey, was, also, was, wenn da jetzt irgendwas mit meinem Herzen nicht in Ordnung ist oder irgendwie sowas. Und ja, und dann sind wir auf jeden Fall an dem Tag, also an dem Tag ist zu meiner Freude und zu meinem Glück mein Cousin, hi, falls du das Video siehst, der ist Arzt, der war dann auch bei der Feier. Und da hat meine Mom ihn gefragt und er hat dann erklärt, dass das gerade oft so ist, dass das so, wenn Corona aushält, dass man das hat. Vorher, ehrlich gesagt, hatte ich auch schon wieder fieses Herzstechen. Ja. Ja, und dann haben wir halt, habe ich zu meinem Hammer stärkeren Hustensaft erstmal geholt. Der schmeckt furchtbar. Also wirklich furchtbar. Und das Schlimme ist, im Grunde wäre er gar nicht so schlimm, wenn es nicht diese Kindervariante wäre, wo dann noch so Fruchtgeschmack dabei wäre. Der aber gar nicht nach Frucht schmeckt, sondern der schmeckt einfach nur chemisch.
Furchtbar. Chemisch. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir haben jetzt den 30.12. Ich bin seit ungefähr 2 Wochen Corona-frei und trotzdem habe ich noch die Sachen, dass ich nicht länger als 2 Stunden auf den Füßen sein kann, weil dann werde ich so erschöpft wie jetzt gerade und müsste mich eigentlich hinlegen. Aber jetzt gerade ist halt auch noch dieses blöde Silvesterknallen, darum ziehe ich jetzt erstmal durch. Ja, und dann das nächste ist, ich habe halt noch, wie gesagt, Stechen. Ich kann noch so gut wie gar nicht abhusten, also Husten ist gerade gar nicht so. Ja, und ich habe immer mal wieder Kopfweh. Aber sonst, alles in allem, habe ich die Sache eigentlich recht gut überstanden. Ja, gut, das war eigentlich alles. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie es euch so geht. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die welt.outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns bis bald. Tschüss.